Hey Leute, was geht? The Tyson Fitness hier und heute reden wir wieder ein bisschen über die Kniebeuge. Und zwar geht es um wackelnde Knie. Kennt ihr das Problem, dass ihr, wenn ihr unter die Stange geht und die Stange rauszieht, beim Runtergehen, dass euch die Knie wackeln oder nach innen gehen, euch die Fußgelenke nach innen einknicken? Das birgt eine sehr große Verletzungsgefahr. Was wir dagegen machen können ist, komm mal ein bisschen näher. Wenn wir uns hinstellen, füll mal auf meine Hüfte, auf meine Beine. Wenn wir uns hinstellen für die Kniebeuge, ehe wir runtergehen, machen wir Folgendes. Wir rotieren unsere Hüfte nach außen. Das heißt, wir gehen nicht so runter, sondern wir machen so. Das heißt, von hier die Hüfte nach vorne drücken, Arsch anspannen. Füll mal von der Seite. Quasi. Könnt ihr das sehen? Ihr steht so und bevor ihr runtergeht, rotiert ihr die Hüfte nach außen und streckt den Arsch quasi nach vorne. Ungefähr so. Ihr müsst das nicht so extrem machen, aber der Gedanke dahinter ist, dass die Knie, wenn ihr runtergeht, nach außen weggehen. Und dann wieder hoch. Nochmal von vorne, um hier rum. Das heißt, dreht eure Füße quasi nach außen in den Boden rein. Dann gehen eure Knie automatisch nach außen. Ihr fallt zwischen die Knie, die können nicht wackeln. Und ihr könnt wieder hoch. Das heißt, ehe ihr runter geht, nach außen rotieren, zack, ohne Probleme. Und dann könnt ihr wieder Knie beugen. Bis zum nächsten Video, macht's gut. Peace.